Hallöchen Leute, reinspaziert, mal schauen, was in dem Buch passiert. Ja, danke und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu Vor dem Fest von Sascha Stanisic. Ein Roman aus dem Jahr 2014, in dem eine ganze Menge komischer Leute aus dem fiktiven Dörfchen Fürstenfelde in der Uckermark, hier im Hintergrund zu sehen, vorkommen. Die Uckermark ist im Prinzip oben rechts in Brandenburg, ja, kurz vor der polnischen Grenze. Die beiden Poetry Slammer auf Freigang, die sich hier nur in Reimen äußern, sind nur zwei der vielen ungelösten zweibeinigen Fragen, die in diesem losen Textgewebe vorkommen. Wichtige andere sind Herr Schramm, ehemaliger Oberstleutnant der NVA mit Haltung und Haltungsschaden und etwas einsam. Frau Schwermuth ist, wie der Name schon sagt, sowohl zur Depression als auch zum Übergewicht neigend, aber hat als Oberarchivarin die Vergangenheit des Dorfes fest im Griff. Ihr Sohn Johann macht demnächst die Glöcknerprüfung. Nein, das ist nicht der Roman von Victor Hugo hier, den gab es neulich schon im Kanal. Ein bisschen älter als er, aber immer noch die Jugendlichen des Dorfes sozusagen, sind Lada, benannt nach dem Auto seines Opas, und Suzi, der ist stumm und heißt vielleicht auch Susi, wer kann das schon sagen. Auch wichtig, aber schon tot, ist der Fährmann. Ja, das ist ein naher Verwandter von Charon und es gibt noch mehr so märchenhaft archaische Gestalten, zum Beispiel die Fähe. Eine Fähe ist eine Füchsin auf Jägersprache und die läuft so durchs Buch durch. Auch wichtig, die fast 90-jährige Malerin Frau Kranz, die eine Art analoge Chronistin des Ortes ist. Es gibt so viele Figuren, ich stelle nur noch eine vor, die junge Anna, die sehr bald aus Fürstenfelde weg will, vorher aber noch nachts joggen geht, was sehr gefährlich ist. Ganz wichtig ist, ich reiße jetzt hier ein paar der vielen Geschichten an, die hier verwoben sind, aber das kann keine detailgenaue Inhaltsangabe sein. Ich behaupte, dass das bei einem solchen ziemlich flächigen Text, der nicht die klassische Master Story hat, auch gar nicht möglich ist. Dennoch, ein Eindruck soll vermittelt werden. Los geht's am See. Es sind eigentlich zwei Seen in der Nähe des Dorfes, aber hier der große See. Am Tag vor dem Annenfest. Das hat in Fürstenfelde nichts mit der heiligen Anna zu tun, sondern mit einer historischen Gestalt, aber dazu kommen wir später. Zunächst mal ist der Fährmann tot, was sehr traurig ist. Er ist schon vor einem Jahr ertrunken und es gibt keinen neuen. Es geht nämlich alles den Bach, also den See runter. Zum Beispiel Ladas Golf, der jetzt gerade mit Johann und Lada in den See versenkt wird und die beiden klettern raus und so, so, jetzt hast du zum dritten Mal deinen Golf versenkt und jetzt, ach, hole ich die Tage. Sie trocknen sich ein bisschen in der Sonne, wobei Ladas Wolfstattoo sichtbar wird. Also das müssten Sie sich jetzt hier vorstellen. Und er so, die Wölfe kommen zurück. Wir haben nämlich welche aus der Lausitz geholt. Wow! Und dann gehen sie bei Uli einen trinken. Das ist Uli, hier links im Bild. Der hat keine Kneipe, sondern eine Garage, wo die Alkoholbedürftigen des Dorfes betreut werden. Was aber eigentlich ganz manierlich geht. Dann läuft die Fähe kurz durchs Bild. Eier, wir brauchen Eier. Und Herr Schramm so, Zigaretten, ich brauche Zigaretten. Der ganze Roman wird übrigens ungewöhnlicherweise von einem Wir-Erzähler erzählt, der so ein bisschen für das Kollektiv des Dorfes spricht. Wir sind froh, die Anna wird verbrannt, morgen beim Fest. Das klingt ein bisschen bedrohlich, überhaupt schwingt viel Bedrohliches mit, auch die Wölfe zum Beispiel. Vor allem wird dann aber Anna vorgestellt. Morgen ist mein letzter Tag auf dem Geershof, das ist der Hof meiner Vorfahren, den habe ich verkauft. Ich gehe nach Rostock und studiere Schiffstechnik. Herr Schramm ist mittlerweile beim Zigarettenautomaten angelangt. Ja, sag mal, der scheiß Euro fällt immer durch. Und weil er gerade an seine NVA-Zeit denkt, holt er seine Pistole aus dem Auto, legt sie dem Automaten an die Schläfe und prompt funktioniert der Euro auch. Altersprüfung erforderlich. EC-Karte mit Chip einstecken. Nein! Und dann erschießt er den Automaten. Während Johann sich auf die praktische Glöcknerprüfung vorbereitet. Ich muss unter anderem selber das Glockenspiel spielen, das nennt man Bayern. Und die Fähe sucht weiter nach Eiern. Frau Kranz macht sich auf den Weg zum See, während Ullis Gäste langsam Schädelweh haben. Deswegen macht er zu. Dann kommt unerwartet ein Auszug aus einer alten Dorfchronik. 1587, Breaking News, Wunderferkel mit Menschenkopf in Fürstenfelde geboren. Diese Schlaglichter aus der Vergangenheit scheinen immer wieder auf. Und die Anna so, so, ich gehe dann jetzt mal los, joggen. Oh Gott, die hat auch schon mal besser gekeucht. Und Frau Kranz steht jetzt knietief im Wasser und die Anna so, oh nein, ich rette sie, keine Panik, ich hole sie da raus. Bleib weg, kann man hier nicht mal 5 Minuten in Ruhe malen. 1589, Breaking News, uneheliches Kind getötet, Mutter erschlagen, Mörderin ertränkt. Und die Anna ist auf ihrer Runde schon ein bisschen weitergekommen, aber Keuch, Taumel, Asthma. Plötzlich hält ein Auto neben ihr, quietsch, und diese beiden komischen Typen springen raus und sagen, sie sind ja überhaupt nicht fit, wir nehmen sie jetzt gerne mit. Und sie so, was? Und sie packen sie aber ein und fahren mit ihr weg.
Herr Schramm erinnert sich jetzt an seinen letzten Versuch mit den Frauen, nämlich bei einer Partnervermittlung, wo die Frau Malke ihn getroffen hat und gesagt hat, Malke ist mein Name, wie soll denn die Herzensdame so sein? Alles egal, nur keine Aversion gegen Skispringen soll sie haben und körperliche Nähe, wenn es sich ergibt. 1589, Breaking News, Frauentausch in Fürstenfelde. Und Herr Schramm fährt mit seinem Auto vor einen Baum. Es passiert aber nichts, er rollt mir so davor. Anna sieht das, springt aus dem Auto ihrer Retter raus, eilt zu ihm. Und jetzt kommt im Buch vor der Fortsetzung dieser spannenden Situation erstmal ein kleiner Exkurs über das Haus der Heimat und das Archivarium, das Frau Schwermuth im Keller hat einbauen lassen. Das ist ja auch voll wichtig. Ja, vielleicht, aber wir wollen lieber wieder zu Schramm. Ich drücke mir jetzt die Pistole gegen die Schläfe. Aber ich sitze lieber aufrecht. Ich will ja nicht so blöd wie im Tatort die Leichen aussehen. Zwischendrin ganz schnell der Erweckungsbericht des dörflichen Ex-Junkies. Der Fährmann hat mich gerettet. Ja, vielen Dank. Um was ist jetzt mit Schramm? Im Haus der Heimat wurde wahrscheinlich eingebrochen, deswegen eilt Frau Schwermuth hin und der Johann wird versehentlich im Archivarium im Keller eingesperrt. Nein! 1594, Breaking News, eine Schiffsladung Narren zieht durch Fürstenfelde. Endlich sind wir zurück bei Schramm. Weg mit der Pistole. Was machst du denn hier? Ja, ich gehe laufen. Das ist aber gefährlich in der Nacht. Ich steige auch zu bewaffneten Wahnsinnigen ins Auto. Was mache ich denn jetzt? Wie wär's mit mir Zigaretten holen? Nur wenn sie mir die Pistole geben. Und so wird's gemacht. Er gibt ihr die Pistole, sie fahren ihre EC-Karte holen, damit der Zigarettenautomat jetzt wieder funktioniert. Die Fähe sucht immer noch. 1722, Breaking News, Kind in Ofen beim Flachstrocknen verbrannt. Dann sind wir wieder beim Zigarettenautomaten. Sag mal, denn der will nicht. Wahrscheinlich hat er ihm das mit dem Erschießen vorhin übel genommen. Und sie so, warum wollten Sie sich denn eigentlich umbringen? Haben Sie was Schlimmes gemacht, so als Soldat? Dann läuft er plötzlich los und sie kommen zur Promenade am See und da befinden sich plötzlich drei Glocken. Und er so, ja, sag mal, geht es Ihnen auch so, dass Sie heute Nacht ständig so Erinnerungen haben? Ich erzähl dir mal ein Märchen. Es war einmal ein Hobbit, ein Kesselflicker. Der fand einen Ring, der unsichtbar macht und er behielt ihn, klaute sich, was er brauchte und brauchte nie wieder zu arbeiten. Ende. Wenn Sie sich jetzt fragen, was das mit dem Rest des Buches zu tun hat, dann haben Sie völlig recht. Zur Abwechslung. 1599, Breaking News, zwei Ganoven klauen ein Bierfass beim Grafen. Und hey, bei der Fähe gibt's auch was Spannendes. Ich bin im Hühnerstall. Oh nein, das Ei ist kaputt gegangen. Nein, scheiße, der Hahn attackiert mich. Aua! Und sie verliert vielleicht ein Auge bei dieser Aktion. Schramm hat Anna aber gar nicht das Märchen von dem einen Ring erzählt, sondern vom Güldenstein draußen im See. Und der Fährmann hatte immer ein helles Licht in der Nacht dabei. Und plötzlich steht eine Pickelhaubige vor ihnen und sagt, Hände hoch, keine Bewegung. Und er so, was soll das denn? Runter von der Mauer, Anna und Lutz. Ich heiße überhaupt nicht Lutz, ich heiße Wilfried. Und Anna zieht auch und sagt, Waffe fallen lassen. Und die so, nein, die Verräterin verrät uns alle. Und Anna wird von der schweren, mutwilligen Verwirrung von Frau Schwermuth mit verwirrt und sagt, nein, ich verrate nicht, ich rette. 1636, Breaking News. Anna rettet versteckte Dorfbewohner vor Soldaten. Obwohl, nee, vielleicht war das Fake News. Und das heißt in Wahrheit, 1636, Breaking News, Anna verrät versteckte Dorfbewohner an Soldaten. Und völlig überraschend deeskaliert Schramm die Lage und sagt, hier, komm, steck mal weg. Ach, das ist sowieso nur eine Wasserpistole. Aber er sorgt dann auch dafür, dass Anna ihn nicht in den Rücken schießt. Und die Schwermuth heult, Mensch, der Johann ist im Archivarium eingesperrt. 1807, Breaking News, krankes Mädchen isst die eigene Hand auf. Und dann retten sie Joe aus dem Archivarium. Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist. Es sind wahrscheinlich diese Medikamente. Und dann war ich verwirrt und muss in die Vergangenheit abgetaucht sein, mit der ich mich immer beschäftige. Mensch, Mu, er nennt seine Mutter Mu. Du musst morgen bitte was für mich übernehmen. Mir geht's nicht gut. Ja, aber ich habe morgen meine Glöcknerprüfung. Nee, daraus wird nichts. Die Glocken stehen nämlich am See. Die Fähe hat jetzt den Eierverkauf von Ditsche ausfindig gemacht und obwohl Menschen ihr zugucken, gelingt es ihr, eine Eierpackung zu erbeuten, die hat sie sich verdient, humpelnd schleppt sie zu ihrem Bau. Oh nein, hier riecht es nach Wolf, meine Welpen sind weg, nein! Sind es Ladas Wölfe, die hier ihre kleinen Cousins verspeist haben? Sie frisst die Eier und rollt sich zusammen, um sich zu erholen. Der Morgen des Annenfestes bricht an. Lada tickt einmal kurz aus und greift so einen fremden Adidas-Typen an. Warum lungert er immer vor der Bäckerei von meinen Eltern rum? Dann entrümpelt er mit Suzi zusammen beim toten Eddie, der Schreiner und Elektriker des Dorfes war. Herr Schramm soll eigentlich für den Landmaschinenhandel, wo er schwarz arbeitet, einen Feldhäcksler ausliefern.
Das wäre jetzt mal der Feldhäcksler. Aber stattdessen, ich muss hier noch was mit diesem Automaten regeln. Und er fährt das schwere Gerät gegen den Automaten und fällt ihn auf diese Weise. Plötzlich geht in der Pension oben drüber ein Fenster auf und... Hä, Frau Malke? Was ist denn hier los? Es ist die Frau von der Partnervermittlung. Wilfried, was machst du hier? Zigaretten holen? Sollte es etwa auf ein Happy End für Schramm rauslaufen? Komm hoch, ich dreh dir eine. Deswegen kann Anna jetzt auch heimgehen. So, alles erledigt. Oh nein, der Blitz hat die Eiche gespalten. Das ist auf dem Feld vor ihrem Hof. Und plötzlich stehen da wieder diese zwei Typen aus der Nacht. Und sie so, wer seid ihr denn eigentlich? Klein und dick, groß und stark, die Robin Hoods der Uckermark. Und dann trinken sie Bier aus Schädeln, die sie unter diesem ehemaligen Galgenbaum gefunden haben. Und wir biegen auf die Endgrade ein. Suzzi macht sich an die junge Gräfin ran. Und sie so, wow. Frau Schwermuth führt das antifaschistische Radfahren an, das die anderthalb Dorfnazis verschlafen. 1599, Breaking News. Räuberduo vom Scheiterhaufen gerettet. Stadt brennt ab. Räuberduo stiehlt Glocken. Dann ist das Fest mit Tanz, Spanferkel und der Auktion des nachts von Frau Kranz gemalten Bildes, das natürlich die ganze Dorfgemeinschaft von Fürstenfelde darstellt. Und Anna wird nicht verbrannt. Gott sei Dank. Ende. Ein Buch so verwirrend wie das Leben, das man mit detektivischem Spürsinn lesen muss, um sich in diesen Verweisen zwischen vorgestern, gestern und heute zurechtzufinden und festzustellen, es wiederholt sich stets der Quark von Menschen in der Uckermark. Und das, liebe Gemeinde, war Vor dem Fest von Sascha Stanisic. Vielen Dank.